Hallo, schön, dass ihr da seid. Heute machen wir einen Käse-Streuselkuchen mit Aprikosen und Heidelbeeren. Und ich zeige euch jetzt erstmal, welche Zutaten ihr für den Teig benötigt. Für den Teig benötigt ihr zunächst folgende Zutaten: 500 Gramm Mehl, aufgeteilt in 450 und 50 Gramm, 250 Gramm Zucker, 250 Gramm Butter und ein Päckchen Vanillezucker. Zuerst wird die Butter in einem heißen Wasserbad geschmolzen, bis sie komplett flüssig ist. Dann gebt ihr 450 Gramm Mehl sowie den Zucker und den Vanillezucker in eine Rührschüssel und vermischt diese Zutaten mit einem Löffel. Nun wird die geschmolzene Butter darüber gegossen und die Masse mit dem Knethaken zu Streuseln verarbeitet. Wenn der Teig richtig schön streuselig geworden ist, streut ihr die restlichen 50 Gramm Mehl darüber und schüttelt in der Schüssel alles gut durch. Zwei Drittel der Streusel verteilt ihr dann gleichmäßig auf einem gefetteten Backblech, dessen Boden mit Backpapier ausgelegt wurde, und drückt den Teig mit den Händen fest an. Der Boden wird jetzt für 10 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze im vorgeheizten Backofen vorgebacken. Währenddessen können wir schon einmal damit beginnen, die Quarkfüllung zuzubereiten. Welche Zutaten ihr dafür benötigt, das seht ihr jetzt. Für die Creme benötigt ihr folgende Zutaten: 150 Gramm zimmerwarme Butter, 20 Milliliter Zitronensaft, die abgeriebene Schale einer unbehandelten Zitrone, 125 Gramm Zucker, 2 Eier, 500 Gramm Magerquark, ein Paket Puddingpulver Vanille und ein Päckchen Vanillezucker. Zuerst werden die Butter, der Zucker und der Vanillezucker in eine Rührschüssel gegeben und schaumig gerührt. Dann gebt ihr die Eier einzeln dazu und rührt die Masse richtig schön cremig. Das kann gut und gerne auch mal bis zu 15 Minuten dauern, bis die Masse so aussieht und solche Spitzen an den Rührbesen hängen. Erst dann werden der Quark, die Zitronenschale, der Zitronensaft und das Puddingpulver zugefügt und untergerührt. Wenn alles fertig verrührt wurde, gebt ihr die Creme auf den vorgebackenen Boden und verstreicht sie gleichmäßig. Als nächstes wird der Kuchen mit dem Obst belegt. Wie viele Früchte ihr hierfür benötigt, das zeige ich euch jetzt. Für den Obstbelag benötigt ihr folgende Zutaten: 750 Gramm Aprikosen und 300 Gramm Heidelbeeren. Falls ihr frische Aprikosen benutzen möchtet, ritzt ihr die Schale unten kreuzweise ein, legt die Aprikosen dann in eine Schüssel, überbrüht sie mit kochendem Wasser, sodass alle Früchte vollständig bedeckt sind, und lasst sie für ca. 5 Minuten in dem heißen Wasser. Dann nehmt ihr sie mit einem Schaumlöffel wieder heraus und zieht bei dem eingeritzten Kreuz beginnend vorsichtig die Schale ab. Dann werden die Aprikosen halbiert und die Kerne entfernt. Ihr könnt aber auch genauso gut einfach Aprikosen aus der Dose nehmen. Nun verteilt ihr die Heidelbeeren und die halbierten Aprikosen nach dem Muster eurer Wahl auf der Creme.
Zum Schluss werden jetzt noch die restlichen Streusel gleichmäßig auf dem Obst verteilt. Jetzt kommt der Kuchen nochmal für weitere 30 bis 45 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze in den vorgeheizten Backofen, bis die Streusel oben eine goldbraune Färbung angenommen haben. Dann schaltet ihr den Ofen komplett aus und klemmt für 30 Minuten einen Holzlöffel zwischen die Ofentür. Danach öffnet ihr die Ofentür ganz und lasst den Kuchen so lange im geöffneten Ofen stehen, bis er abgekühlt ist. Dieses schonende und schrittweise Abkühlen bewirkt, dass der Käsekuchen nach dem Backen nicht zusammenfällt. Wenn ihr den Käsekuchen nämlich direkt nach Ende der Backzeit aus dem Ofen holen und draußen abkühlen lassen würdet, dann wäre das zwar auch nicht so schlimm, aber die Käseschicht würde sich durch den abrupten Temperaturwechsel quasi erschrecken und relativ weit absacken. Ja, dann sage ich Dankeschön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like, ein Abo und über eure Kommentare freuen. Ich wünsche euch jetzt wieder viel Spaß und Erfolg beim Nachbacken und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.